22 Jahre ist es nun her, seit mein Vater Viktor Emanuel II. König von ganz Italien wurde. Nun habe ich eine traurige Nachricht zu verkünden. Der König ist tot. Lang lebe der König, nämlich meine Wenigkeit Umberto der Erste. Mein voller Name lautet Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinandio Eugenio di Savoia. Und hiermit übernehme ich nun die Staatsgeschäfte und die Pflichten und die Ehre eines Königs von Italien. Und viele von euch, werte Italiener in den höheren Rängen, auch mein Premierminister, haben mich auf einige Dinge hingewiesen, die ich optimieren könnte. Mein Vater war sehr, sehr konservativ. Ich werde weiterhin konservativ bleiben, aber ich denke, wir können unsere Wirtschaft noch besser stärken und auch den Handel. Deswegen werden wir auch innerhalb dieses Krieges, der aktuell läuft, einige Veränderungen vornehmen. Die Zölle müssen klar gesenkt werden. Darum werden wir uns jetzt gleich kümmern. Wir werden erstmal kurz einige Zeit ins Land gehen lassen, damit wieder alles richtig optimiert ist. Und wir auch das, die richtigen Einnahmen und Ausgaben hier wieder haben. Und dafür werden wir dann hier schon mal die Armeen weiter marschieren lassen. So, und ich denke, jetzt sollte alles sich wieder einigermaßen stabilisiert haben. Wir können vorher noch mit den Niederlanden was machen. Das machen wir gerne. Was können wir da machen? Die Meinung steigern auf Vertraut. Sehr schön. Gut, und jetzt gehen wir mal an unsere Wirtschaft ran. Wir müssen die Zölle senken. Schauen wir mal, wie weit das überhaupt geht. Ja, okay. Der 3-Punkte-Plan. Ich möchte jetzt hiermit die Zölle auf 50% fürs erste senken. Damit machen wir erstmal Minus. Das werden wir gleich wieder kompensieren. Im zweiten Schritt möchte ich die Zölle auf 30% senken. Im dritten Schritt auf nur noch 10%. Das müssen wir jetzt Stück für Stück machen. Aber das muss ja auch alles unsere Wirtschaft kompensieren. Wir werden hier mal leichte Steuern erhöhen und vor allem natürlich dort, dass wir weiterhin Plus machen und weiterhin auch hier vor allem die Ausgaben hochhalten können. Wir sehen, wir haben schon sehr hohe Industriezuschüsse, 1500. Die können wir jetzt langsam ein bisschen zurückfahren, weil die doch sehr teuer sind. Dann können wir relativ schnell auch mal den zweiten Schritt machen. So. Ja, uns fehlen nämlich teilweise hier Rohstoffe. Ich möchte nur ehrlich gesagt nicht, dass die... Ja, dass die hier schließen, das beunruhigt mich immer dann etwas, wenn es nicht mehr so gut läuft, dass die dann schließen. Aber wir werden hier mal einige Subventionen einstellen. 17.000. Hier würde ich, naja gut, minus 8. Das ist wahrscheinlich recht teuer. Das lasse ich trotzdem nochmal, aber hier Stofffabrik, das nehmen wir mal raus. Sprengstoff, das nehmen wir alles raus. Weg erstmal hier mit den Subventionen. Das spart uns Geld und dann können wir wieder die Zölle senken. Dann können die auch selbst hier sich um alles kümmern. Hoffentlich. Na, wieso geht das nicht? So, jetzt. Konservenfabrik. Das scheint ja auch ohne uns gut zu laufen. So, das tun wir mal stoppen. Artilleriefabrik, das geht auch sicher ohne uns. Was ich aber auf jeden Fall weiterhin finanzieren möchte, sind die Luxuskleiderfabriken, weil da habe ich schon schlechte Erfahrungen in anderen Ländern gesehen. Und wir brauchen die Luxuskleider auf jeden Fall für unsere Garde. Und schaut mal, wie viel Plus die macht. Können wir hier sehen, wie viel uns das kostet? Es wird nicht so richtig angezeigt, wie viel wir hier Subventionen geben. Steht hier auch nicht. Naja gut, erstmal müssen wir den Rest wieder nicht mehr subventionieren. Na gut, Munition. Munition lasse ich mal noch. Das ist für den Krieg wichtig. Handfeuerwaffen. Das scheint aber gut zu laufen. Das lassen wir. So, dann tun wir mal hier alle Subventionen aufheben. Brauchen die eigentlich? Die brauchen doch bestimmt Kleidung, oder? Was brauchen die? Normale Kleidung, keine Stoffe. Okay. Naja gut. Ich glaube, die werden das schon irgendwie hinbekommen. Ich hoffe jetzt mal darauf. Wenigstens haben das einige Wirtschaftsweisen empfohlen, dass wir hier die Subventionen einstellen. Und dafür aber die... die restlichen Zölle wieder senken. Ups, nicht schließen. Ich will doch hier nicht, dass was geschlossen wird. So. Jetzt sollen wir nur noch ganz wenige subventionieren. Dann sollten wir hier auf jeden Fall
schon mal geringere Kosten bekommen. Und wir können hier, denke ich, auch mal wieder, das ist ja nur Einmalzahlungen, da können wir auf jeden Fall investieren, dass hier wieder was gebaut wird. Okay. Lassen wir mal kurz ein paar Tage laufen, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Machen wir, ja, wir machen doch wieder hohes Plus, dann können wir vielleicht sogar schon in Richtung des zweiten Punktes unseres Drei-Punkte-Planes voranschreiten. Wie weit, oh, das war zu viel. Ja, wir wollen auf 30% runter. Dann machen wir doch gleich den zweiten Punkt innerhalb von wenigen Tagen. Okay, aber bei 30% müssen wir sie erstmal lassen. Sonst müssen wir die Steuern zu hoch anpassen. So. Dann machen wir ein knappes Plus und wir können uns, denke ich, wieder auf den Krieg fokussieren. Hier weiter marschieren. Hier ist die nächste Armee. Wir werden jetzt hier einfach mal Stück für Stück alles einnehmen. Okay. Ah, wir machen sogar 300 plus. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge an arbeitslosen Fabrikarbeitern. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen mehr Fabriken gebaut werden. Die können doch nicht alle arbeitslos sein. Oh, da oben kommt es zur Schlacht. Was ist denn da los? Wieso haben wir hier nur 19.000 Mann? Da müssen wir sofort mit Verstärkung anrücken, weil da kommen auch noch mehr Osmanen. Da müssen wir vorsichtig sein. So, wir marschieren hier weiter. Und hier marschieren wir hin. Und wir schauen mal kurz nach Südafrika. Da können wir auch mal weiter marschieren. Und wir sollten auch nochmal auf unsere Einflusssphären kurz schauen, was und einen Überblick gewinnen. Ich meine, ich als Umberto, als neuer König, muss auch erstmal schauen, dass ich mich zurechtfinde. Wir sind aktuell auf Platz 6. Japan ist auf Platz 7 der Großmächte gekommen. Interessant, interessant. Belgien, da haben wir aktuell vertraut. 10. Schweiz vertraut 5. Niederlande vertraut 3. Ja, Vatikan können wir wieder aktuell mal leider nicht machen. Machen wir das mal so. Ein bisschen weniger Einfluss in Belgien. Oder? Das Problem ist halt, hier sind noch andere. Gut, die sind erst herzlich, die sind noch nicht vertraut. Machen wir mal 2 vielleicht. Okay, konzentrieren wir uns wieder auf den Krieg. Wann kommen wir an? 17. Februar. Ich hoffe, wir kommen hier noch rechtzeitig. Ah, wir haben die Schlacht sogar trotzdem gewonnen, obwohl wir weniger Männer hatten. Höchst spannend. Ah ja, und in Belgien wurden wir wieder verbannt. Natürlich. So, die Armee, die darf sich mal ein bisschen zurückziehen. Die ist ein wenig geschwächt scheinbar. Marschieren wir mal hier runter. Die ziehen sich nach Sofia zurück. Dann marschieren wir hier auch nach Sofia. Hier unten haben wir eine weitere Schlacht gewonnen. Kommen wir da rechtzeitig? 26. Nee. Oder doch? Na, jetzt trauen sie sich nicht. Okay. Ja, und da oben ist eine weitere Schlacht entbrannt, verehrte Italiener. So. Also wir hoffen wirklich, dass unsere Wirtschaft da mit zurechtkommt, dass wir jetzt die Subventionen zum Großteil eingestellt haben. Dass sie nicht so schnell schließen. Dass die sich selbst über den Handel regulieren. Denn mit dem Handel kenne ich mich als König leider überhaupt nicht aus, muss ich dazu auch gestehen. So, hier habe ich ganz vergessen. Mit unserer Flotte können wir ja gleich weiter. Nach Gibraltar. Und ja, hier unten sind wir gut dabei. Das heißt, wir können jetzt nochmal weiter uns die Schlacht hier anschauen. Nein, nicht das Land. Die Schlacht. Die Osmanen sind übrigens nur auf Platz 21 in der Welt, obwohl sie doch eine recht große Nation sind. Aber wir sehen, wir haben trotzdem mehr Männer verloren als sie, aber die Schlacht haben wir natürlich gewonnen. Das war höchst erfolgreich. Ja, wieso verlieren wir hier so viele Männer? Das verstehe ich nicht. Kann mir das mal einer erklären? Das ist höchst unschön. Höchst unschön. Vielleicht kämpfen dann doch zu viele Männer auf unserer Seite damit. Das wäre möglich. So. Okay, der Rest hier wird noch erobert.
Und hier kämpfen jetzt von uns 88.000. Ja, wir verlieren sogar ähnlich viele Männer leider. Der Feind ein paar mehr immer. Sehr gefährlich. Sehr verlustreich auch, diese Schlachten. Aber siegreich ebenfalls. Wir marschieren hinterher. Mit einer frischen Armee mal dorthin. Und mit der Armee können wir, denke ich, mal wieder nach Sofia marschieren. Hier machen wir dort weiter. Und wir haben die Kapergruppendoktrin erforscht. Sehr gut, das wird unsere Flotte stärken. Und jetzt sollten wir vielleicht nochmal Teile. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo wir den Panzer. Wir hörten davon. Hier, Panzer. Erfindungen. Panzer, Angriff, ein leichter Panzer. Also scheinbar ist das hier der richtige Weg, um zum Panzer zu kommen. Deswegen werden wir jetzt mal hier die Hinterladergeschütze erforschen. Um mal unsere Artillerie ein bisschen zu stärken. Da haben wir ein bisschen. Da sind wir ein bisschen hinten dran. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, die Briten wollen Frieden. Eieiei. Ups. Die Briten haben hier 30.000 Männer. Wie viel haben wir? Auch. Wir haben vielleicht 33.000. Huh, wollen wir gegen die da kämpfen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Wegen dieser einen Provinz Gibraltar? Das muss nicht unbedingt sein. Wir können ja mal kurz schauen, was der aktuelle Kriegsstand ist. 30 Kriegsstand und wir brauchen nur 15. Aber was wäre denn? Kann ich hier noch was hinzufügen? Oder hätte ich das noch vor... Ach, hätte ich das noch vielleicht vorher machen müssen? Nee, oder? Das kostet mich jetzt, egal was ich hinzufüge, kostet mich 10 Infamie. Okay. Das können wir uns leider aktuell knapp nicht leisten. Oh, irgendeine schöne Region noch von den Osmanen zu erobern. Das wäre auch genial. Aber dazwischen sind halt die Griechen hier. Und wenn, bräuchten wir auch eine Küstenregion. Das wird nicht ganz billig. Hier, Albanien. Albanien wäre wirklich interessant hier. 1, 2, 3. Das sind 5 Provinzen. Vor allem hier auch eine Fabrik mit dabei. Häfen. Albanien wäre wirklich interessant. Das können wir nur noch nicht jetzt als Kriegsziel hinzufügen. Wie teuer wäre denn Albanien? Schauen wir das mal nach. Ach, das kostet... Wieso kostet das 11 Infamie, bitte? Naja, weil wir keinen Kriegsgrund haben. 21, das ist nicht billig. Und das würde 10 kosten. Hm. Tja, wollen wir da wirklich noch ewig lang Krieg führen und warten? Oder... nicht. Dann werden wir aber wieder so hart am Infamie-Maximum. Wenn dann da was passiert, ist das eigentlich zu gefährlich, muss ich fast gestehen. Wobei, ja, die Expansion hier mit Albanien wäre doch schön. Der König, wie ihr hört, ist unentschlossen. Deswegen wird er den Krieg fortsetzen. Eine weitere Schlacht haben wir gewonnen. Ich meine, solange es noch gut läuft, können wir hier die Kriege fortsetzen und noch weitere Kriegspunkte hinzufügen. Ah ja, wir müssen jetzt hier entscheiden, was wir damit machen. Wir könnten hier ein paar Kolonien erobern. Beziehungsweise, ist es immer noch richtig, dass die Briten... Wie viel Armee und Schiffe haben die denn? 7 Schiffe, das ist nicht viel, aber 247 Brigaden. Wir haben 158, also die Briten haben schon mehr Truppen als wir. Ich weiß nur nicht, wie viel sie in ihrer Heimat haben. Und wir könnten das probieren in Irland. Die mutige Expeditionstruppe hier unter Andrea Perugetti. Oder, ja genau, Expeditionsflotte und Expeditionsarmee unter Girolamo Giardino traut sich mal nach Norden zu fahren. Und zwar genau hierhin, in die Irische See. In der Hoffnung, dass unsere Informanten richtig liegen und der Feind wirklich kaum über eine Flotte verfügt. So. Dann verteilen wir mal ein bisschen die Armeen. Großwildjagd. Oh. Löwen, Elefanten, Giraffen, Büffel, Panther, Nashörner. Die Magie und Anziehungskraft Afrikas liegt sicherlich zu keinem unbedeutenden Teil an seiner reichen und vielfältigen Flora und Fauna. Großwildjagd ist in
an Koba zu einer großen Attraktion geworden. Touristen und Steuerträger strömen nach ganz Oromia. Man hat uns den Vorschlag unterbreitet, ausländische Würdenträger zu Jagden nach Ankober einzuladen. Obwohl dies sicherlich unser nationales Prestige steigern würde, wären die Eingeborenen über Touristen, die über ihre Plantagen trampeln, wahrscheinlich nicht allzu glücklich. Okay. Also wir würden so oder so ein bisschen Prestige gewinnen für das nächste Jahr. Wir müssen mal uns anschauen, die Oronia. Boah, kann ich das hier irgendwie schnell finden? Ha. Tja, jetzt müsste man nur wissen, wo Oronia oder wie das immer das heißt liegt. Ich fahre einfach mal durch, vielleicht finde ich es ja auf gut Glück. Na, da ist es doch. Hier haben wir Oromia. Wie viel Militanz haben wir denn hier aktuell? Oh ja. 2 Militanz. Ja, hier ist schon einiges. Oh, 8. Was? In Goba 8 Militanz. Hier sind italienisch-anarcho-liberale unterwegs. Wieso? Woher kommen die? Wieso sind die hier? Und was wird hier gebaut? Eine Eisenbahn, okay. Hm. Dann müssen wir wohl tatsächlich wenigstens hier in dieser Gegend mal die Großwilligkeit sein lassen, sonst gehen uns die Anarcho-Liberalen um die Ecke und wir hoffen, dass die Militanz dann dadurch sinkt. Ja, ist es. Sehr gut. Dann haben wir hier mal ein bisschen Ruhe bekommen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, und wir machen immer noch einiges an Plus, haben aber die Zölle sehr stark gesenkt. Die Schlacht von Petrich haben wir ebenfalls gewonnen. Oh, hier ist eine feindliche Armee hinter den eigenen Reihen. Dafür tue ich jetzt mal eine kleine Armee hier abspalten, die schon geschwächt ist. Die darf hier mal noch den Rest erobern. Die große geht da hoch. Und was haben wir hier, Freunde? Die Niederlande. Da sind wir hier unterwegs. Krakatau explodiert. Der Ausbruch des Vulkans Krakatau und die anschließende Springflut haben in Niederländisch-Indien über 36.500 Menschen getötet. Die Eruption konnte noch auf der Insel Rodrigues im Indischen Ozean in über 3000 Meilen Entfernung gehört werden. Die Explosion hatte schwere globale Folgen. Der Himmel verdunkelte sich für mehrere Jahre, es kam zu intensiv roten Sonnenuntergängen und anderen optischen Effekten und die globale Durchschnittstemperatur sank um mehr als 1 Grad Celsius. Du meine Güte. Das nenne ich wirklich extrem hier. Das ist extrem. So, hier unten können wir nochmal vorwärts marschieren. Und sind wir mittlerweile hier oben angekommen? Noch nicht. Wir schauen jetzt, was unsere Flotte macht. Ah, die bekommt natürlich hier auch Verschleiß, das ist gefährlich. Oh, hier sind schon 30.000. Dann ist wahrscheinlich das Problem, dass hier doch zu viele fallen. Ja, okay, 75.000 allein in Irland. Heieieiei. Aber das eine Schiff hier können wir mal angreifen und vernichten. Wow, ganz Irland, als hätten die gewusst, dass wir kommen, ist voller Feinde. Also die haben eine Riesenarmee. Haben aber scheinbar nicht die Flotte, um die Armee zu bewegen. Ein Glück für uns. Jetzt würde mich noch interessieren, wie viel Armee ist denn hier überhaupt in Großbritannien, wenn die alle in Irland sind, weil das ist ja heftig. Wie viel ist denn das hier? 120? Das sind fast 2, das sind fast 300.000, die in Irland stehen. Das ist fast unsere ganze Armee, die nur in Irland stehen haben. Höchst verrückt, das Ganze. So. Wir marschieren hier schon mal weiter. Hier runter. Das dauert alles noch ein bisschen. Oh, wir machen gerade Minus. Woher kam das? Oh, und die Briten sind hier gelandet. Ah, eine Safari. Ja, da würde ich auch sagen, holen wir uns mal das Prestige. Eine schöne Safari. Ja, diese kleine Britenarmee. Ich weiß nicht, woher die kam. Gut, wir tun das natürlich hier auch nicht absichern. Da bräuchten wir eine Armee, die dagegen vorgeht. Können wir denn aktuell was rekrutieren? In Massa, wo auch immer Massa ist. Aber wir haben doch hier unsere Flotte, oder? Dann lasse ich hier noch ein paar zurück zum Besetzen.
War ein paar Infanteristen, ein paar Garde. Das sollte reichen. Und wir nehmen die Armee, gehen zur Küste hier. Die soll dann nach Westen gehen. Und jetzt lassen wir nochmal, jetzt schauen wir nochmal, was hier die nächsten Tage ansteht. Hier wird weiter marschiert. Hier ebenfalls. Genau, und wir schauen uns jetzt nochmal hier die Küstenregionen an. Oh, in der Schweiz ist was passiert. Und wir haben eine Schlacht hier auch gewonnen. Die Frontlinie wird hier geführt. Gut. Und wir müssen uns nochmal kurz mit unserer Einflusssphäre beschäftigen. Oh, wir wurden überall ausgewiesen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Witz. Unfassbar. Wann endet denn das hier im Vatikan? 11. Oktober. Das dauert ja Ewigkeiten, bis wir hier wieder aktiv werden können. Dann können wir wenigstens in den Niederlanden ein wenig aktiv werden. Der alte Mann und das Meer. Ja, wenn wir Militanz verlieren, ist das sehr gut. Oh, wir haben eine Schlacht beim Kanal geführt, ohne dass wir das wussten. Und irgendwo haben wir eine Schlacht verloren. Aber wir finden nicht raus, wo. Wir hatten irgendwo 3000 Männer stehen. Die wurden von den Osmanen angegriffen. Wo war das? Jambio. Jambio. Schauen wir mal kurz. Oh, oh. In Afrika. Das war mir gar nicht bewusst, dass hier die Osmanen gelandet sind. Und vor allem, dass wir hier auch schon Armeetruppen haben. Eieieiei. Das ist jetzt hier gefährlich. Zieht euch mal nach Goba bitte zurück. Und formiert euch mal neu. Das war mir nicht klar, dass sich hier Truppen sammeln. Dann marschiert mal alle hier nach Goba. Ihr marschiert nochmal hier runter. Okay. Dann sind die Osmanen hier jetzt aktiv geworden. Wo auch immer die kamen hier über Ägypten wahrscheinlich. Ja, na gut. Dann müssen wir hier weiter vorsichtig sein. Oh, und die Infamie sinkt natürlich so langsam hier. Dass es eigentlich kaum lohnt zu warten, weil wir müssen ja eigentlich auf 14 Infamie kommen, dass wir uns 11 erlauben können, und das dauert wohl Ewigkeiten. Deswegen wir jetzt trotzdem nochmal über den Frieden nachdenken müssen. Oh ja, okay, und hier stehen 51.000. Dann lassen wir das sein, dann bringen wir die Armee wieder heim. Die kann ja auch theoretisch genau hier landen, ja. Und wir schauen nochmal kurz, ob wir noch was anderes, ein anderes sinnvolles Kriegsziel finden. Was bringt uns Platz an der Sonne? Achso, das ist wieder, das ist aber 10, ne, das machen wir auch nicht. Das fände ich jetzt auch ein bisschen... Nee, da müssen wir auch ein bisschen warten. Marionettenstaat entlassen. Gut, für 2,5, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass sie den Marionettenstaat entlassen. Irgendwas befreien. Wieso kostet uns das Infamie, wenn die ein Land befreien müssen? Das verstehe ich nicht. Das finde ich irgendwie unfair. Wir könnten es... Na gut, es kostet aber 50 Kriegspunkte, dass sie in unsere Einflusssphäre kommen. Nein, das machen wir schon mal nicht. Können wir von den Briten irgendwas fordern? Wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Gut, das kostet wieder. Einflusssphäre geht nicht. Weltgeltung reduzieren. Das kostet aber 13 Infamie. Befreit das Land? Nein. Marionettenstaat entlassen. Haben die irgendeinen starken Marionettenstaat? Australien. Das kostet aber 30 Kriegspunkte und so viele haben wir nicht. Ich glaube, dann kommt der König nach reifen Überlegungen zu dem Schluss, weil 30, dann bräuchten wir 45, dass wir den Frieden jetzt doch schließen. Wir erobern Palästina. Jawohl. Der Frieden wird geschlossen. So wie es sein soll. Ein Sieg für Italien. Und jetzt müssen wir erstmal wieder unsere ganzen Truppen zurückbringen. Geht das hier überhaupt irgendwie? Ja, wir können sogar nach Italien irgendwie marschieren. Dann machen wir das doch mal. Und die eine Armee kann ja hier runter. Jetzt haben wir nämlich das Heilige Land tatsächlich zurückerobert von den ungläubigen Osmanen. Für die Christenheit und in dem Fall für Italien. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das freut mich, dass wir das schaffen konnten in diesem Zeitraum. Unsere Finanzen bleiben stabil, obwohl unsere Zölle so niedrig sind. Das hört sich doch ganz gut an. Unsere Industriezuschüsse sind nur noch so 400 Dukaten. Das ist doch alles sehr positiv.
Hier bringen wir jetzt nochmal die ganzen Armeen in Goba zusammen. Hier unten können wir mal die Armeen Kapstadt zusammenbringen. Ach ja, und wir können noch die Marinestützpunkte mal erweitern. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch eine Möglichkeit gibt, das alles ein bisschen schneller zu machen. Wir haben eine große Entdeckung. Und der Wahlkampf in Italien beginnt mal wieder. Und mit dem Beginn des Wahlkampfs endet auf jeden Fall jetzt diese Folge. Ich werde jetzt nur noch hier ein paar Marinestützpunkte erweitern. Kostet natürlich auch Geld. Darf man nicht vergessen. Aber das lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Dass wir hier auch noch eine größere Flotte aufbauen können mit Hilfe der Marinestützpunkte. Und apropos, wir sollten hier auch mal das Fort noch erweitern in der Hauptstadt. Sowas vergisst man auch gerne mal noch, die Forts zu verstärken, die wir hier überall brauchen werden. Wenn es mal wieder zu einem Krieg kommt, müssen wir dafür sorgen, dass wir hier gut vorbereitet sind. Ich glaube, wir können so viele... oder wie teuer sind denn die Forts? Können wir das irgendwo sehen? Verita... steht leider nicht dabei. Ist das beim Verita dabei? Oder hier irgendwo? Militärkosten? Das wird mir leider alles nicht so richtig angezeigt. Aber vielleicht weiß das ja jemand von euch, verehrte Italiener. Ja, das war's auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier werden noch die letzten gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr das natürlich auch gerne mal durch ein Like anzeigen. Und eure Kommentare lese ich sowieso alle jedes Mal sehr gerne. Und vor allem finde ich das Rollenspiel auch sehr schön, das sich hier entwickelt hat mit Italien herum. Der Link dazu zu dem Rollenspiel, wenn ihr mitmachen wollt, und zu dem Discord-Server, wo dieses Rollenspiel stattfindet, ist wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.